Leipziger Buchmesse-Vlog 2019. Diesmal mit strahlendem Sonnenschein und einer lieben Begleitung, meinem Kamerakind Dorina, eine liebe Freundin, die mich an allen drei Tagen begleitet hat und für euch tolle Videoaufnahmen eingesammelt hat. Ja, dann kannst du schon mal Hallo sagen. Genau. Was ist das? Oh, ist das? Was muss ich tun? Foto machen. Leg die Kamera durch. Nee, mach beides. Mach zwar nichts gut, aber... Er sieht ein bisschen müde aus. Ich muss die Kamera gleich doch ausmachen. Beides schaffe ich nicht. Verteilen sich die schwarzen Bäche von Welten, Gestalten, Leben, Ausgang im Garten.
Ich sage euch, in jedem Kopf ist eine Matrix und droht der Alltag mit Ideen tot. Ich bin Architekt und schreibe mir meinen Code, meine Hintertür der Schlüsselmacher. Denn wenn ich dann aus Textfragmenten Schlüssel mache, stehe ich auf wie eine Rose im Asphalt. Gehe ich drauf für den Moment Gänsehaut. Mein Schlüsselbund, eine lose Sammlung Zellfaserstoff. Mein Sein auf der Bühne, ein Zellfaserstoffwechsel, Szenenwechsel. Alle 7 Minuten beginnen andere Welten, diese Bretter zu fluten, sich vom Mund über Luftschwingungen in euer Gehirn zu buchen und dann über Nervenzellen und Vorbotenstoffluse aus den Tiefen eurer Drüsen zu buchen. In Nervensträngen mehreren tauchen Delfine, Informationen, vollgeladen mit Endorphinen und Informationen. Dafür bin ich hier, das ist mein Ziel. Endorphinproduktion läuft stabil, Informationsaustausch im ganz großen Stil unter Weltenhandel für den Bewusstseinswandel, mal offen, mal subtil. Seid ein kurzes Stück gefährt auf den Weg der Poesie und werft den Ring der Blendung endlich ins Feuer. Wir zeigen euch eure und unsere Ungeheuer, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer bist du, wer bin ich und was werden wir dann, wenn die letzten Worte im Raum verhallen? Von dieser Bühne in eure Ohrmuscheln fallen, sich festkrallen, festballen und euer Gehirn überfallen. Ideen wie Bienen, die Blumen, Synapsen bestäuben. Wie Alkohol eure Sinne betäuben. Jim, beam me up in Rauschzustand. Ich wusste nicht, dass mir so ein Rauschzustand in einem fremden Land suche ich munter Musenküsse vom verbotenen Baum, ernte ich erkennt Nüsse. Jeder kennt Früchte, die verboten, aber lecker. Ich fahre im Schreibfluss, bin Enterdecker. Ziehen Zug weiter bis zum Haus am Meer, fahren Schriftzug weiter bis zum Wattenmeer. Meer ohne Wasser, Wattenmeer. Wattenmeer, voller Zuckerwatte. Auf dem Hügel eine kleine Sternwarte, die, wie ich den Zug erwarte, den ganzen Tag auf Sterne wartet. Gummibärenhaie zeigen ihre Krallen, aus den Tiefen hört man den Gesang der Courage. Irgendwo verklingt eine Band auf dem sichtenden Schiff aufgelaufen, auf ein Gitarrenriff. Klipperfänger verdrängen, Anker lichten, Segel setzen. Oder nach, Kompassnadel richten, säbelwetzend auf zu neuem Land. Schon weit über die Reling, wir singen nicht I'm sinking, wir singen I'm sailing, sail away, wenn alle zu viel von dir wollen. Schotten Licht, wenn dich alle überrollen. Manchmal muss man sein Leben muten, aber auf verlorenen Routen die Musen mehr Buße zu suchen. Und wenn du dann in den Ozean findest, was Idee und Inspiration genannt, wobei das Wort Pirat in Inspiration als Zeichen gebannt, erschaffst du Neues durch Modifikation, was aus Monomeeresrauschen, Polytonenmelodie, aus Assoziationsattention geschaffene Sinfonie. Der Mensch schafft Kunst, wenn er lebt. Weben den Werken, was erlebt gewesen. Solange unser aller Herz schlägt, erweckt durch uns alle die Kunst zum Lebewesen. Und alles, was einst gewesen, wird ewig in uns weiterleben. Dankeschön. Ich Fangirls. Unzensiert. Thank you.
nicht so schön wie der erste. Das müssen wir morgen noch machen. Ja.
zeig mal, was du gekauft hast. Yay! Das erste Mal so gut. Auch am Buchmesse-Samstag entdeckten wir dann Sebastian Fitzek. Und es war total beeindruckend zu sehen, wie viele Leute sich das wirklich angehört haben, was er zu erzählen hat und wie viele Leute ja dann auch noch auf ihn warteten. Denn am Buchmesse-Sonntag hat er tatsächlich für 6 Stunden signiert und mein Kamerakind Dorina wurde dann doch noch ganz zum Blogger.
schnell ging die Buchmesse dann doch vorbei. Es waren ja 2,5 sehr anstrengende Tage, auch wenn wir uns den Samstagnachmittag freigenommen haben und Leipzig entdeckt haben. Dennoch waren es ganz viele Eindrücke, tolle Gespräche und wie immer wunderbare Begegnungen. Besonderen Dank geht an all die Menschen, die diese 3 Tage zu etwas ganz Besonderem gemacht haben, mit denen ich diese 3 Tage fast durchgängig auch verbracht habe und es mir wirklich eine große Freude war, diese Tage mit euch zu erleben. Und ich hoffe, die Aufnahmen meines Kamerakindes Dorina haben euch genauso gut gefallen wie mir. Ich habe sehr viel Spaß beim Schneiden gehabt, habe über so manches gelacht. Nicht alles ist hier wiederzufinden, aber doch so einiges. Und ich sende nochmal einen großen, großen Dank an Dorina und hoffe, euch hat der Vlog genauso gut gefallen wie mir. Auch für mich war es ja eine Überraschung, was ich hier finden werde. Und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und danke euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss, eure Steffi.